Silvan Bucher, guten Abend. Hoi. Bei uns sitzen Sie in der ersten Reihe, könnte man sagen, oder? Du bist bei uns in der ersten Reihe gestanden. Ich finde, dein Trompetenklang ist ein Klang, also wenn man dich hört, Trompeten spielen, weiss man eigentlich gerade, das bist du. Nimm mal an, das sind die x Stunden, die du übst und probst oder probt hast. Oder, also das ist wirklich so eine Klang wie dein, habe ich so noch nie gehört. Wie erklärst du dir das? Ja, ich glaube, das ist, weil ich nie gelernt habe, wie man das richtig macht. Also ja. Du hast nie Trompetenunterricht gehabt? Nein, also ich habe einfach probiert, wie es mir am besten geht, ja. Und ich habe einfach sehr viel Trompete gespielt, auch für mich allein. Also früher mehr wie jetzt in der Schlussphase natürlich. Aber ja, das war mehr ein Sport als Musik halt, ja. Hat dir sicher auch einiges abverlangt, also nicht nur an Zeit, aber auch an wirklich Training, kannst du sagen, in dem Fall. Ja, es hat für mich gar nichts anderes gegeben. Also die Jugendzeit, die ich Fasnacht gemacht habe, bis jetzt zu der Powerbrass, da war das eigentlich mein absolutes Nummer 1 Hobby gewesen. Also ich bin eigentlich nebenbei noch arbeiten, nebenbei noch in die Lehre. Ja, das ist so. Ich hatte ja ein Töffli und bin eigentlich jeden Tag von Kerns auf Stanz 2 Stunden Trompete üben und dann mit dem Töffli wieder zurück, ein Weg 40 Minuten. Und dann hat mir Freddy einen Helm gebastelt mit einem integrierten Kopfhörer, wo ich dann auch aussen den Walkman einstecken konnte und am Helmrand die Lautstärke regeln. Ja. Dass also Sounds, also die MIDI-Session üben konnte? Genau, dass ich eine Probe-Kassette hören konnte. Dass ich dann mit angeschriebenen Knöpfen gewusst habe, was ich spielen muss. Und hättest du nicht auch noch ein Mundstück vor auch noch irgendwie anmachen am Helm? Nein, aber das hätte ich ja nicht mehr mögen, die Stanz. Ja. Also bei dir, ich habe mal eine Story gehört von dir, wo du, also du hast ja Trompete eh sehr oft dabei gehabt. Also nicht nur, wenn wir jetzt, klar, wenn wir Anlass hatten. Aber du bist auch zum Teil mit der Trompete in die Ferien, dass du den Ansatz nicht verloren hast. Immer, also das haben alle ersten Trompeten gemacht bei uns. Mhm. Was du hast eigentlich erzählt, ich weiß nicht, ob du es noch weißt oder nur ich das weiss, dass du in einem Hotel warst, wo die Trompeten nahm. Und du hast, glaube ich, nach einem Proberaum gefragt. Weißt du die Story? Ja, das war vor dem KKL. Wir sind 2 Wochen vor dem KKL sind wir noch 5 Tage Wellnessen für Österreich. Und ich dachte, ich kann nicht 5 Tage nicht üben, so kurz vor dem KKL auftritt und habe dann eigentlich dort angefragt und habe ein Foto mitgeschickt vom KKL, um denen zu sagen, es ist mir wichtig, dass ich üben kann. Die haben das einfach dann ein bisschen falsch interpretiert und haben mir sämtliche Kongresssäle gesperrt, dass ich auswählen kann, welcher Saal jetzt für mich akustisch der geeignetste wäre, zum Üben. Also du bist eigentlich Adam Rappa. Also die haben dann echt das Gefühl gehabt, genau, es käme jetzt ein Superstar rein, go Wellness und ja. Also ganz unrecht war es ja nicht. Aber, also ich denke, genau. Du bist ja wirklich, kann man sagen, nicht nur in der Schweiz bekannt gewesen, in der Guggenszene. Also die haben wir ja wirklich jetzt auch, sei es Coburg, sei es halt dort, wo wir gespielt haben. Also ich glaube, du bist ein Begriff gewesen. Ja, aber natürlich die Reihe vom Verein. Das gehört ja schon sehr, sehr fest zusammen. Wie bist du in den Verein hineingekommen? Ja, natürlich nach der Hauptwesen. Es gab eine Neuorientierung gegeben und dadurch, dass ich ja schon ganz viele Freunde aus der Seeguser, ist das eigentlich das naheliegendste gewesen, sei es musikalisch wie auch von der Menschen her. Ja. Was ist für dich, wenn du jetzt Verein ansprichst, was ist für dich das, was dir am meisten geblieben ist oder was dir am wichtigsten war in diesen Jahren? Menschen. Auf jeden Fall die Menschen. Natürlich habe ich gerne Musik gemacht und habe alles, aber eigentlich schlussendlich war es ein Treffpunkt gewesen mit Menschen, die eigentlich mein Lebensmittelpunkt waren. Ja. Mit diesen Leuten zusammen Musik zu machen. Das war der Ansporn für mich. Ja. Aber schon auch, nehme ich an, auf der Bühne nachher, du hast ja auch Solos gespielt und so. Wie hat sich das angefühlt oder wie war das für dich dort? Ja, gut. Wenn es gelungen ist, natürlich gut. Wenn es nicht gelungen ist, halt nicht so gut. Das ist halt die Sache. Aber es sind ja die allermeisten Solos, die ich gespielt habe, ist ja immer dann gewesen, wenn es Finale war, wenn alle alles gegeben haben. Und das war es auch nicht so schlimm gewesen, wenn es dann mal nicht ganz so perfekt war, wie man es gerne gehabt hätte. Ja. Was macht deine Trompete jetzt? Die ist im Keller. Geht auf dem Weingestell oben drauf. Dass ich sie immer sehe, wenn ich Wein hole. Und das gibt es doch etwa noch mal. Ja. Aber du holst mehr Wein aus dem Keller als Trompete. Ja, definitiv, ja. Ja. Also spielen ist kein Thema mehr. Nein. Jetzt ja. Nein. Hast du dafür einen anderen Sport?
Ja, also natürlich, also Ersatz für das Trompetenspiel habe ich kennen. Aber ich habe jetzt so lange, seit dem 88 spiele ich Trompeten und irgendwann brauchst du einfach eine Pause mit Familie und ja, also all die Abende, wo ich bin üben, das Zimmer oder wo ich nicht bin üben und denke, ich hätte jetzt aber selber üben, das genieße ich jetzt sehr. Dass ich jetzt einfach unbeschwert einen Abend geniessen mal. Du bist eigentlich immer noch so ein bisschen mit einem Fuß drin. Also du bist auch nicht nur Trompetenspieler, sondern auch das ganze Werbedesign, Auftrittsdesign ist ja sehr vieles von dir. Oder ich glaube ziemlich alles, was jetzt gerade noch von Swiss Power Brass erschienen ist. Wo hast du dir dort so die Ideen und kreative Sachen geholt? Wie läuft das bei dir? Ja, das entsteht eigentlich immer in der Gesellschaft. Man redet viel darüber, man fantastet, man redet über Auftritte und wie es dort war und wie es dort war. Und das, was ich nachher gemacht habe, das ist immer so ein Ergebnis aus Gespräch. Und so eine Idee. Man kann schon sagen, es ist dann irgendeine Idee gekommen, aber die Idee die kommt ja nicht einfach so. Die kommt ja eigentlich nur, wenn eine Gruppe von Leuten über etwas redet und gehen die Gedanken weiter. Und irgendwann um einfach das aufs Probieren, aufs Papier zu bringen oder zu digitalisieren, wie man heute sagt, wo dort entstanden ist. Ja, also eigentlich wie du auch beim Power Brunch, den wir da gemacht haben, ist ja am Anfang auch nicht so klar gewesen, oder? Was dann auch miteinander eigentlich so ein bisschen entstanden ist. Was sind so Auftritt-Highlights gewesen bei dir? Ja, also für mich ist es eigentlich Coburg. Coburg ist für mich eigentlich so seit 1992 mein Highlight im so, also mein musikalisches Highlight eigentlich, ja. Also es ist einfach in der Dimension einfach alles zehnmal grösser, wie wir es eigentlich sonst erleben, ja. Du machst Werbeslogans, du machst kreative Auftritte auch, oder? Was ist für dich so jetzt synonym Swiss Power Brass Stadt für? Ja, also sicher für gute Musik und für unglaubliche Erlebnisse, für Emotionen. Cool. One Band, One? Ja, schon One Sound. Ich glaube, man kann, also ich kann jetzt nicht irgendwie etwas anderes dort hin tun. Das muss auch. Ich, für mich sind einfach auch jetzt natürlich der gesamte Verein, aber in gewissen Momenten, wo wir auf der Bühne, auf der ersten Trompete, uns die Däume eingehängt haben und uns einen guten Auftritt gewünscht haben, das ist einfach so ein Gefühl von einer Gemeinschaft. Ich finde eben, mit Freunden zusammensitzen finde ich wunderschön. Und wenn man mit Freunden zusammensitzt, nachdem als man so einen Auftritt hatte, das ist einfach etwas, das kann mir niemand mehr nehmen. Was wünschst du dem Verein für die Zukunft? Ja, also für mich ist es einfach mega schön, wenn ich irgendwann wieder hören kann, wenn jetzt das ganze Corona jetzt mal durch ist. Und es tönt gut. Es ist immer noch die Musik, die ich liebe, dass ich die mal hören kann. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Das ist jetzt in den letzten 2-3 Jahren sind relativ viele langjährige Leute haben aufgehört. Und es gibt irgendwie nichts Schlimmeres, als wenn das eine Konsequenz hat für einen Verein. Also ich hoffe einfach, dass ich Musik hören kann und es tönt immer noch geil, oder? Es tönt immer noch, als ob du dabei wärst. Ja, ja, das finde ich, das ist eigentlich das Wichtigste. Weil man geht ja nicht raus, weil man will, dass der Verein noch anders ist oder weniger gut oder wie auch immer. Man will eigentlich daraus gehen und sagen, es lebt weiter. Und es ist ja irgendeine Zeit. Und man merkt, ich kann gar nicht mehr das in dem Platz, den ich habe im Verein musikalisch, gar nicht mehr das beisteuern, was der Verein verdient hat. Oder? Wenn man diese Zeit nicht mehr kann und will aufopfern aus verschiedenen Gründen. Oder? Dann muss jemand anderes den Platz übernehmen. Und ich erhoffe mir, dass es auch ein anderer übernimmt und den auch mit Würde weiterträgt. Und das hat nämlich der Verein verdient. Deinen Abschied, den hätte ich dir also schon etwas anders gönnen. Das war ja recht doof, wie das irgendwie zustande kam. Oder du hast ja von der GV eigentlich demissioniert und hast ja dann auch gleich anhand von der Tournee. Oder ich weiss nicht genau, wie ist denn das? Hast du gefunden, ich mache ja, nächstes Jahr? Ich habe eigentlich den Austritt auf Ende Jahr und hatte eine Lungenentzündung und konnte die letzten 3 Auftritte nicht mehr dabei sein. Und habe wegen dem ein Jahr verlängert, weil ich fand, ich möchte irgendwie schon irgendwann mich verabschieden. Und dann kam ja Corona.
Ja, und irgendwann muss man sagen, ja, jetzt das 3 Jahre lang hinziehen, ist er ja auch nicht der Weg. Ja. Aber es ist auch, aber es ist auch gleich, ich meine, mein letzter Auftritt war Coburg. Und es war ein unglaublich schönes Wochenende. Und schöner kann man eigentlich nicht gehen. Also, ich traue dem wirklich nicht nach, dass es jetzt nicht so gut aufgegangen ist, sag ich mal. Es ist, eigentlich war alles perfekt. Vielleicht sogar noch besser. Also, wenn ich jetzt hier gar nicht den letzten Auftritt und da ist eine Erwartungshaltung rum. Ich bin auf Coburg und es war ein super Wochenende. Wir haben genial gespielt und wir hatten total gute Zeit. Was willst du mehr? So muss es aufhören. Finde ich auch. Dann hören wir. Genau. Vielen Dank, dass du da warst und dass du die Interviewfrage beantwortet hast. Merci. Und einen schönen Abend. Hoffe ich, ja.